Bei mir ist der Beppino Charita, Beauftragter von Bund und Kanton für die digitale Verwaltung der Schweiz. Herr Charita, guten Tag. Grüezi. Ja, als erstes mal, die digitale Verwaltung der Schweiz klingt gross, ist wahrscheinlich auch gross. Was kann ich mir ganz konkret darunter vorstellen? Die digitale Verwaltung Schweiz ist eine Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Sie ist aus den bestehenden Organisationen Schweizerische Informatikkonferenz und eGovernment Schweiz entstanden. Per 1.1. nächstes Jahr. Da sind alle Gemeinwesen daran beteiligt, der Bund ist beteiligt, Kantone sind beteiligt. Sie sagen jetzt, Sie sind alle beteiligt daran, also eigentlich das, was man will, alles unter einem Dach, digitale Lösungen zu finden. Was wird man denn da als erstes in Angriff nehmen? Die Zielsetzung dieser Organisation ist ja die Verstärkung der Koordination über alle Staatsebenen. Einerseits ist sie aus der Vorgängerorganisation heraus entstanden, eben Schweizerische Informatikkonferenz eGovernment Schweiz. Dort gibt es bereits schon Projekte, die am Laufen sind. Die Projekte wird man weiterführen. Also zum Beispiel E-Voting ist etwas, das man weiterführt. EID ist ein Projekt, das man weiterführt. Geplant ist auch zum Beispiel ein Adressdienst der Nationalen, der wieder den Gemeinwesen dient. Also das ist ein Bereich, den man wird angehen. Aber es wird natürlich auch neue Projekte geben und neue Aspekte. Es wird ganz viele Projekte geben. Jetzt geht es also darum, wie macht man eine Priorisierung unter diesen ganzen Projekten? Was muss man als erstes anpacken? Wie sieht das aus? Was sind da Fahrpläne? Also eine erste Priorisierung hat eigentlich schon stattgefunden, indem man gesagt hat, auch in der Projektarbeit, dass man Schwergewicht legt auf Basisdienste, die Voraussetzungen sind für digitale Angebote, für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Das ist eine Akzentsetzung, die dann Priorität auch steuert. Die Priorität wird zusammen gemacht, es wird auch entsprechende Gremien geben. Auf einer politischen Ebene wird es ein Gremium geben, auf einer fachlichen Ebene wird es ein operatives Führungsgremium geben und eine Delegiertenversammlung, wo auch alle Gemeinwesen, die daran beteiligt sind, können involviert werden. Und wird man dann auch die Prioritätensetzungen vornehmen. Jetzt kostet so ein Projekt auch immer viel Geld. Wir wollen Effizienz schaffen, wir wollen ja auch nicht irgendwo Geld zum Fenster ausrühren. Wie sicher weiss man denn auch bei neuen Wegen, die man beschreitet, dass es der richtige Weg ist von der Digitalisierung her und von dem, was man vorhat, ohne dass man im Projekt drin zu viel Geld zum Beispiel verbraucht für Sachen, die man merkt, ja, so funktioniert es gleich nicht. Ja, das ist sicher immer eine Herausforderung. Wir bewegen uns in einem Feld, das auch ein bisschen unbekanntes Terrain mit sich bringt. Einerseits will man auch Innovationen fördern, da will man bewusst auch gewisse Risiken eingehen. Das ist wichtig. Also zum Beispiel macht auch eGovernment Schweiz immer auch eine Ausschreibung. Das wird weiter so sein für Innovationsprojekte. Dort geht es wirklich darum, auch mit kleineren Beträgen innovative Projekte anzugehen. Das heisst, auch die Risiken sind dort viel kleiner, weil man auch weniger Geld in die Hand nimmt. Bei den grösseren Projekten, die man anvisiert, da ist sehr wichtig Zusammenarbeit und auch eine Etappe. Vorgehen. Also indem dass man die Leute sehr eng einbezieht, indem man etappenweise vorgeht, indem man auch immer sehr transparent kommuniziert, können wir die Risiken reduzieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig für so ein Projekt. Zum Einbezug von den Leuten bzw. der Bevölkerung kommen wir noch, aber zuerst schnell zu dem, was der vorhin erwähnt hat. Das sind ganz viele Projekte, die ich jetzt mal annehme. Das kann nicht nur die Verwaltung allein stemmen, da braucht man Firmen, da braucht man spezialisierte Fachleute. Haben wir da die Ressourcen in der Schweiz, zum Beispiel von Firmen, die es gibt, die solche Sachen umsetzen können? Ja, also ich denke, da sind wir gut aufgestellt in der Schweiz, in meiner Wahrnehmung. Da gibt es Firmen, die auch international tätig sind, auch Firmen, die sehr innovativ sind, auch kleinere Firmen. Aber wir können also in dem Sinne auch auswählen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Wir haben Fachhochschulen und wir haben auch die Hochschulen an sich, die sehr innovativ sind, auch wieder neue Impulse geben. Ich denke, ich orte da eher noch ein bisschen in der Verwaltung dort und am einen oder anderen Ort auch noch ein bisschen Bedarf an Kompetenz, weil es sind sehr anspruchsvolle Projekte. Die muss die Verwaltung selber können führen. Man kann die nicht einfach komplett auslagern. Es braucht hier Zeit einerseits, es braucht auch Kompetenzen, es sind neue Wege. Schließlich will man auch die Abläufe neu gestalten und will sie hinterfragen, sie neu denken. Das ist eine komplexe und anspruchsvolle Herausforderung. Und dort sehe ich vor allem dann, die grösste Herausforderung, was eben auch Kompetenzen und Möglichkeiten betrifft. Also nicht mehr, was im Kopf von jemandem das Wort Verwaltung gehört, ist immer so ein bisschen schwerfällig und eventuell auch mühsam, wenn man einen Gang zu einem Büro muss machen oder zu einer Direktion. Inwiefern muss man denn die Mitarbeiter auch mitnehmen auf den digitalen Weg und wie bereit sind all die Mitarbeiter innerhalb von dieser Riesenverwaltung, das mitzumachen?
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass Mitarbeiter hier mitmachen. Das sind ja Veränderungen, Abläufe weg vom Papier ins Digitale. Das heisst ja nicht einfach ein 1-zu-1-Ersatz vom Papier, sondern Abläufe, die anders werden. Wir bauen Portale auf, vielleicht das Beispiel EasyGov, wo ganze Abläufe vereinfacht werden, komplett elektronisch stattfindet für Unternehmen zum Beispiel. Und das ist eine Veränderung. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Mitarbeiter, die Veränderungen suchen, die das spannend finden, die das auch sehr innovativ finden und gerne einen Beitrag geleistet. Und auch diese Seite gilt es zu unterstützen. Bei denen, wo man vielleicht noch mal überzeugen muss, ist das, weiss man da etwas darüber, ist das klassischerweise eher der ältere Mitbewohner, Mitbewohnerin, oder ist das eine ganze breite Palette, die bisher zu jungen geht, die man vielleicht noch an Bord muss holen? Ja, das ist wirklich eine breite Palette. Ich glaube, man kann es nicht aufs Alter festlegen. Das sieht man je nachdem auch bei Nutzung in anderen Bereichen an. Ich mache das Beispiel von Facebook, wo zum Beispiel bei älteren Leuten teilweise recht gut genutzt wird. Erstaunlich, teilweise auch ein bisschen überraschend. Aber wenn man dann die Lebenssituation sieht, wo die drinstehen, dann erklärt sich das. Man kann es aus meiner Sicht nicht an den demografischen Eckwerten festmachen. Man findet überall Leute, die skeptisch sind, auch durchaus berechtigterweise gewisse Skepsis haben. Es gibt Leute, die nach wie vor einfach auch aufgrund von ihrer Lebenssituation gerne einen physischen Kontakt haben. Die Idee ist ja nicht, dass man jetzt mit dem Digitalen keinen physischen Kontakt mehr hat, dass man den ausschließt, sondern dass man die Möglichkeit auch schafft, dort Berührungspunkte zu haben, insbesondere bei Gemeinden wie Städten. Das spüren die sicher an der Front auch, dass das sehr geschätzt wird, der persönliche Kontakt, und das wollen wir auch aufrechterhalten. Es ist die Schweiz natürlich nicht das einzige Land weltweit, das sich um Digitalisierung bemüht und da vorwärts machen will. Wenn man jetzt so ein bisschen umschaut, wie sind andere Länder drin, was nehmen wir da für einen Stellenwert ein? Ja, wir bewegen uns eher im Mittelfeld, kann man vielleicht so sagen, global. Für die Schweiz, die sonst sehr gut aufgestellt ist, in Innovation einen vordersten Platz hat, ist das natürlich auch nicht so eine gute Position. Man würde eigentlich mehr erwarten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass vielleicht der Druck nach mehr digitalen Services in der Schweiz noch ein weniger hoch ist als im Ausland. Teilweise hat man im Ausland wirklich auch starke Probleme mit der Verwaltung und tut das mit der Digitalisierung auch kompensieren. Es gibt aber auch Bereiche, wo die Schweiz sehr gut aufgestellt ist, im Vergleich auch international, zum Beispiel bei E-Partizipation. Sieht man, dass die Schweiz eigentlich recht gut aufgestellt ist mit den verschiedenen Initiativen, auch auf kommunaler Ebene, wo recht viel läuft in der Schweiz, im Vergleich jetzt auch zum Ausland. Also von dem her sind wir nicht überall im Mittelfeld oder hinteren Plätzen. Aber schlussendlich geht es natürlich auch darum, dass diverse Sachen gerade im digitalen Bereich auch irgendwie länderübergreifend funktionieren müssten. Ja, das ist sicher sehr wichtig, oder? Wenn man an elektronische Identität denkt, dann wird man natürlich nicht, dass es an der Grenze Halt macht. Wenn man das Covid-Zertifikat denkt, wird man es auch gerne im Ausland einsetzen, sonst wird es dann sehr mühsam. Der Austausch mit dem Ausland wird sich verstärken, grenzüberschreitender Verkehr. Man sieht es auch im Zollbereich, was sehr wichtig ist, dass das gut funktioniert. Dort sind vor allem auch die Bundesämter sehr stark aktiv, damit wir einen guten grenzüberschreitenden Verkehr auch haben. Was ist euer Wunsch, was innerhalb der nächsten 5 Jahre passieren hier in der Schweiz? Also der vorderste Wunsch ist eigentlich, dass es wirklich mehr Angebote gibt, Online-Angebote. Das wird auch für die Idee ganz wichtig. Wenn die Idee kommt, gibt es wegen dem noch keine neuen Angebote, sondern Angebote, die geschaffen werden auf jeder Ebene, auf kommunaler Ebene, kantonaler Ebene und natürlich auch auf Bundesebene. Und ich wünsche mir, dass mehr Verwaltungen sich auf den Weg machen, die auch proaktiv das anstoßen und sagen, wir bauen jetzt unser Angebot aus, wir suchen Partner, wir suchen den Dialog mit der Bevölkerung, was will die Bevölkerung. Da spielen natürlich Gemeinden und die Städte eine sehr wichtige Rolle, können da Pionierarbeit machen. Und das wünsche ich mir für die Schweiz. Wunderbar, merci für das Schlusswort. Danke, Herr Giarita, für das Gespräch. Danke fürs Interview.